Commander, wir haben unser Möglichstes für Garrus getan, aber er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Die Ärzte haben durch Operation und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Shepard? Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist es? Sie haben ihr Bestes gegeben, aber es werden ein paar Narben zurückbleiben. Tut mir leid. Naja, es ist wahrscheinlich besser so. Sie wurden immer ignoriert und ich wurde getadelt. Höchste Zeit, dass Sie auch mal eine faire Chance bekommen. Aber ich mache mir mehr Sorgen wegen Ihnen. Ich habe in den letzten Jahren schlimme Sachen über Cerberus gehört. Im Augenblick sind Sie ein notwendiges Übel. Ich brauche Ihre Ressourcen, um das hier durchzuziehen. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir's mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann. Wow. Er sieht echt schlimm aus und damit willkommen zu einer neuen Episode. Und ich würde wahnsinnig gern mit ihm reden. Und nein, besprechen will ich jetzt nicht. Dechstab, Waffenkammer. Okay, wo ist er hingelaufen? Ich glaube, das war irgendwo unten, ne? War das hier? Ah, da. Da steht's ja eh. Garrus. Finden wir da unten. Ah. Die Tür ist jetzt frei. Also. Ach, da ist jetzt sie drin. Kasumi. Ey, das ist jetzt irgendwie nice. Da hat sogar eine Bar. Okay, nice. Das gibt erstmal Pluspunkte. nur die Getränke sehen irgendwie komisch aus. Sehr viel machen. Gut, also sie ist da drin und interessant. Atue. Das habe ich bei einer Mutprobe gestohlen. Wirklich wahr. Ein großes Wandermuseum kam nach Ilium. Artefakte von der Erde auf Tournee. Mit perfekter Sicherheitstechnik. Keiji hat mich herausgefordert, die hier zu stehlen. Ich bin also eingebrochen, habe die Security gehackt, ein paar Wachen schlafen geschickt und das Teil durch eine wertlose Fälschung ersetzt. Sie haben den Unterschied nie bemerkt. Mein erster Museumsjob. Mit dem letzten nicht zu vergleichen. Okay. So, ich gehe mal wieder. Ich wollte eigentlich jemand anderen besuchen. Nee. Das ist einfach zu gefährlich in UK. Dann ist er vermutlich irgendwo hinten. Nicht. Haben Sie gehört? Es wird schon wieder eine Kolonie vermisst. Ferris Fields. Ferris Fields? War dort nicht ein Bruder von Hadley stationiert? Doch. Es hat ihn ziemlich schwer getroffen. Okay. Sollen wir vielleicht da mal vorbeischauen? So, hab Gefechtsstand. Da ist er ja. Du solltest vielleicht mal deine Rüstung tauschen, die ist nämlich im Arsch. Okay, also, quatschen. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich überprüfe nur gerade die Waffensysteme. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich dachte, ich hätte bei unserem Kampf gegen Saren alle Waffen gesehen, die es in der Galaxie gibt. Bei den Söldnern hat sich das als Irrtum erwiesen. Und jetzt baut Cerberus die Normandy wieder neu, mit ein paar schicken Upgrades. Ich wünschte, wir hätten uns ihnen früher angeschlossen. Ich nicht, weil das, was sie machen, nicht gut ist. Aber ja. Wir gehören nicht zu ihnen. Sind sie damit einverstanden? Wir gehören nicht zu ihnen.
Wir haben uns Cerberus nicht angeschlossen. Sie finanzieren unsere Mission. Das ist alles. Ganz ruhig, Shepard. War nur so dahingeredet. Ich möchte Ihr Urteil nicht in Frage stellen. Nicht, nachdem ich meine Einheit in den Tod getrieben habe. Wie konnten diese Söldner ihr Team ausschalten? Es war meine eigene verdammte Schuld. Einer meiner Leute hat mich verraten. Ein Turianer namens Sidonis. Er hat mich weggelockt, kurz bevor die Söldner meine Einheit angegriffen haben, und ist dann verschwunden. Außer mir sind jetzt alle tot, wegen ihm. Und weil ich es nicht habe kommen sehen. Wissen Sie, wo Sidonis jetzt ist? Nein. Seine Spur verliert sich, nachdem er Omega verlassen hat. Aber ich werde ihn weiter jagen. Ich habe mein ganzes Team verloren, außer Sidonis. Eines Tages werde ich ihn finden. Und dann bringe ich das in Ordnung. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben, Shepard. Ich habe jetzt ein paar Sachen zu erledigen. Ich hätte eigentlich noch gern mit dir weiterquatscht. Kann ich denn? Ich probiere es mal. Shepard, brauchen Sie was? Ach, bitte? Haben die Leute von Cerberus Ihnen irgendwelchen Ärger gemacht? Es hat mir ein paar Pluspunkte eingebracht, dass ich Teil des Teams war, das Saren zur Strecke gebracht hat. Und höflich sind sie sowieso alle. Keine Sorge, Commander. Wir arbeiten alle zusammen. Was können Sie mir über die Bewaffnung der Normandie sagen? Cerberus hat der bisherigen Ausstattung ein Upgrade verpasst. Wir haben jetzt erheblich mehr Feuerkraft. Dennoch sehen unsere Chancen gegen ein Schiff der Kollektoren nicht gut aus. Dazu müsste man die Geschütze nochmal upgraden. Ja gut, und das andere haben wir ja auch schon gemacht. Na gut. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Idi, na, mit dem will ich auch nicht quatschen. Okay. Okay, bei der Gruppe gibt es was Neues. Ach so, ja, die Talentpunkte. Machen wir kurz automatisch. Erstmal. Schauen wir ins Tagebuch. Der Preis der Rache, bevor Cerberus angehört wurde, hat Said den Auftrag genommen. Ja, das war ja das. Das ist sowieso klar. Der Professor. Ja, den brauchen wir immer noch. Und der Warlord und die Gefangene. Aufträge. Omega, Artenschüttel, Datenpad sichergestellt. Bei dem Versuch, Artenschüttel zu registrieren, wurde ein Datenpad sichergestellt. Es enthält Informationen, die Aria Tilok, die Herrscherin von Omega, bestimmt gerne sehen würde. Also wieder Retour. Eine Seebau-Station ist verschwunden gegangen. Zitadel, Kogana Sushi. Wir müssen wieder zurück nach Omega, wenn ich das so sehe. Gut. Also wieder oben aufs Kommandodeck. Aber Gott sei Dank hat er überlebt. Ich hatte gerade echt Sorgen. Er macht bei Urlaub. Also auf der nächsten Mission kommt er nicht mit. Auch wenn ich ihn gern dabei hätte. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Habe ich. Okay. Ungelesene Nachrichten. Nicht zuvor sind Sie also den Omega Nebel tätig. Wir möchten, dass Sie immer Sache mit. Okay. Planetenscan. Sie sind nicht tot. Von Emily Wong. Okay. Aber mit Emily haben wir doch. War das nicht mit ihr? Wo wir vorher gesprochen haben. Was soll auf sie betrunken? Bla 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 bla. Okay, der hat sich bedankt, dass wir ihn davon abgehalten haben, dass er Söldner wird. Alles klar. Gut, dann ab zu Omega. Gehen wir mal ganz kurz zurück rein zu schauen, ob wir das Missionslog sehen. Ja genau, der Professor rekrutieren. Müssen wir nach wie vor machen. Also, wieder zurück auf Omega. Wird bestimmt witzig.
Engaus, du kommst nicht mit. Aber er kommt mit. Und sie kommt mit. Ja, annehmen. Ja, das immer wieder. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe Suchanfragen nach Berichten über Archangel gestartet. Die verschiedenen Söldnergruppen halten ihn anscheinend für tot. Ja, das ist sehr gut. Heißt, er soll hier auf gar keinen Fall wieder auftauchen. Wir werden mal mit der Oberbossin da reden, wegen dem Darkpad. Und dann schauen wir wegen dem Professor. Und dann gehen wir hier weg. Was brauchen Sie? Einer der Söldner, die hinter Archangel her waren, hatte dieses Datenpad dabei. Sie wären ihr nächstes Ziel gewesen. Zeigen Sie her. Interessant. Würde mir wohl jemand erklären, wie uns diese Information durchs Netz rutschen konnte? Ich gehe der Sache nach. Danke für die Information, Shepard. Ich werde wohl in meiner Organisation ein wenig aufräumen müssen. Ich suche nach Morden Solis. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Ja gut, das hat man ja schon. Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle. Danke für Bringen Sie bloß diese. Gut, das hat uns gar nichts gebracht, außer dass sie jetzt Bescheid weiß. Aria hat Arbeit für Sie. Ja, da war ich gerade, danke. Frag mich, was das für eine Seuche ist. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Okay, wo müssen wir hin? Das ist der VIP-Bereich. Transportdepot. Schatten zu der Quarantänezone. Also den Gang entlang und dann rechts. Alter, mach's mal die Musik leiser. Ist ja schlimm. Wir haben euch gerettet, ne? Das wisst ihr schon. Gut, hier runter müssen wir. Beschwerden sind sinnlos, Mensch. Wir haben eine Seuche. Niemand kommt rein oder raus. Sie müssen mich reinlassen. Ich wohne da drin. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Lady. Wenn Sie reingehen, werden Sie von den Wachen umgelegt. Das können Sie nicht machen. In dem Apartment ist alles, was ich besitze. Ich sagte doch, Sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Ich dachte, Omega hätte gar keine Gesetzeshüter oder sowas. Wer hat den Befehl erteilt, die Slums unter Quarantäne zu stellen? Gerade aus dem Transporter gestiegen, was? Aria T'Loke hat ihr das Sagen. Sie hat ihre kleinen blauen Finger in jedem Laden in diesem Bezirk. Und eine Seuche ist schlecht fürs Geschäft. Sie hat uns angeheuert, dafür zu sorgen, dass niemand die Quarantänezone betritt oder verlässt. Sie sagen also, die Slums sind komplett abgeriegelt? Endlich ein Mensch, der hören kann. Ja, genau das sage ich. Sie können mich nicht davon abhalten. Ich werde meinen gesamten Besitz verlieren. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Mensch. In ein paar Wochen ist jeder in der Quarantänezone tot. Entweder wegen der Seuche oder durch die Gangs. Ja,
Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Morden Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Morden versucht mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Wenn ich rein darf, helfe ich. Ja, ich mache auf Badass. Das ist zwar schlecht, aber ja. Sehen Sie mich an. Sehe ich aus, als würde ich plündern? Nein. Na also, ich gehe jetzt da rein und lege jeden Plünderer um, dem ich begegne. Und wer sich mir in den Weg stellt, dem passiert das Gleiche. Ich informiere die Wachen. Dann werden sie anstandslos durchgelassen. Moment! Mich halten sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich! Zum Glück sind Menschen immun gegen die Seuche. Das war jetzt gar nicht mal so böse. Bin mal gespannt, was uns da jetzt erwarten wird. Nein, Gauss, du kommst nicht mit. Du kommst mit. Und du kommst mit. Annehmen. Alles so lassen, wie es ist. Oh. Gott, schon mal Stressmodus. Wir müssen da die Vase, schaue ich erstmal da lang. Element Zero, nicht schlecht. Achso, ist das eine solche, wo alle wahnsinnig werden, oder? Oh. Naja, da komme ich nicht lang. Schade. Meinsen! Viel Glück da drin. Die Blue Suns und die Watcher schießen auf alles, was sich bewegt. So, auch auf uns. Mann oder Feind? Sie haben uns gesehen. Los geht's! Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Seuchenkontrolle, einfachste Version. Leichen auf der Straße zu einem Haufen zusammenschieben und anzünden. Ach. Ein Mensch, hätte ich mir denken können. Schlimm genug, dass sie uns mit dieser Seuche infiziert haben. Und jetzt haben sie nicht mal den Anstand, auf meinen Tod zu warten, bevor sie mir meine Habseligkeiten stehlen. Kann man ihnen irgendwie helfen? Weg von mir, Mensch! Ihre Art hat schon viel zu viel angerichtet. Ihre Seuche hat mir das angetan. Und ihr heuchlerisches Mitleid ist nun der Gipfel der Erniedrigung. Diese Seuche ist nicht das Werk von Menschen. Aus ihrem Mund tropfen die Lügen wie das Blut aus meinen Wunden. Die Beweise sind doch für jeden offensichtlich. Ihre Spezies ist als einzige für das Virus nicht empfänglich. Sie und diese verdammten Watcher. Ich muss Morden Solus finden. Menschen, die einen Sympathisanten der Menschen suchen. Hoffentlich brennen die Watcher diesen Morden und seine Klinik bis auf die Grundmauern nieder. Ich hoffe, sie... Ich hoffe... Verdammt, verdammt sollen sie sein. Ich kann... Hey, bleiben Sie bei mir. Das wird die Seuche zwar nicht heilen, aber es wird Ihnen erstmal helfen. Sie haben mir geholfen. Warum? Ich sagte doch, ich suche jemanden. Oder wäre es Ihnen lieber, wenn ich Sie an Ihrem eigenen Blut ersticken lasse? Nein, wohl nicht. Was möchten Sie wissen?
Warum sind Sie so überzeugt davon, dass die Menschen hinter diesem Ausbruch stecken? Die Seuche ist zu aggressiv, um ein natürliches Virus zu sein. Übertragung durch die Luft bei so vielen Spezies? Sterberate fast 100%. Sie muss aus einem Labor kommen. Und da die Menschen als einzige Spezies nicht betroffen sind, gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Sind die Vorcha nicht immun gegen die Seuche? Es könnte doch sein, dass sie das Virus verbreitet haben, um den Bezirk zu übernehmen. Vorcha sind immun gegen Krankheiten. Eine von Menschen geschaffene Seuche würde sie nicht betreffen. Aber wenn die Vorcha die Seuche entwickelt haben, wieso erkranken dann die Menschen nicht daran? Außerdem sind die Vorcha nicht schlau genug, um so ein Virus zu entwickeln. Sie sind Aasgeier. Tut mir leid, Mensch. Sie glauben es vielleicht nicht, aber alle Beweise deuten auf ihre Spezies hin. Ich muss Morden Solus finden. Er hat eine Klinik am anderen Ende des Bezirks. Er nimmt Flüchtlinge auf und hilft allen, die mit der Seuche infiziert sind. Ich hatte bisher Angst, zu ihm zu gehen. Er ist gefährlich, aber vielleicht kann er wirklich helfen. Was macht Morden schlimmer als den Tod durch die Seuche? Die Blue Suns wollten von ihm Schutzgeld erpressen. Er hat sie umgelegt. Er ist mit so einer Art Toxin betäubt und dann erschossen. Er ist mehr als ein Arzt. Ärzte richten keine Leute hin und stellen dann als Warnung die Leichen aus. Es klingt aber in der Tat ein bisschen schräg, aber ja. Wenn ich Morden gefunden habe, erzähle ich ihm von Ihnen. Wenn er ein Heilmittel hat, sorge ich dafür, dass es jemand zu Ihnen bringt. Danke. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber wenigstens haben Sie mir einen Hoffnungsschimmer gegeben, der die Finsternis meiner letzten Stunden ein wenig erhellen wird. Ich will nicht sterben. Was immer Morden ist, ich will es riskieren, wenn er mich erreichen kann. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Mensch. Okay, dann schauen wir mal kurz auf der Karte, wo wir hin müssen. Wir müssen in die Richtung. Also gehe ich erstmal in diese Richtung. Bankterminal hacken. Ah, das ist wieder sowas. Ja? Nice. Gibt das mal Credits. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Ganz viel nix. Aber Munition. Nix. Ja, da gehen wir auch mal rein. So. Einmal so. Widerstand. Widerstand. Das C hat man hier. Er wollte sich durch die Wand graben. Hätte ich an seiner Stelle nicht versucht. Woran siehst du das? Das war jetzt Eintrag 2. Ich gehe nochmal auf Eintrag 1.
Ja, hart. Also das waren die beiden hier. Aber er hat mit dem geredet, obwohl er schon tot war. Also hat er halluziniert. Eine Tür. Wollen wir auch mal reingucken. Oh, da geht's nach unten. Da müssen wir auf alle Fälle nicht hin, aber wir gehen erstmal hin. Das Datenpad. Mal schauen, was zu sagen hat. Er ist ja so verhungert, obwohl er nicht infiziert war. Okay, wir müssen irgendwie nach rechts. Also wenn wir erstmal nach da oben gucken. Hä? Mach ich schon nicht. Okay, gehen wir wieder runter. Das klingt nach Stress. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind hier alle eingesperrt. Es macht doch gar keinen Sinn, dass man sich hier gegenseitig abknallt. Eure Schlagschuss ab! Okay, das scheint es gewesen zu sein. Das macht so gar keinen Sinn. Ich meine, auch wenn es kriminelle Banden sind, was haben die davon? Da werden Leichen verbrannt. Ja, mal schauen, wir müssen nach links, also gehen wir nach rechts. Noch ein Apartment. Widerstand. Genau gleich als wie bei dem anderen. Da leben welche. Hallo? Wollt ihr mit uns reden? Himmel sei Dank. Sie sind ein Mensch. Als wir sahen, dass die Tür sich öffnete, dachten wir, die Turianer hätten uns gefunden. Seit Ausbruch der Seuche sind die Blue Suns hinter uns her. Sie bringen genauso viele Leute um wie die Krankheit. Warum sind die Blue Suns hinter ihnen her? Wir haben nichts getan. So ziemlich jeder im Bezirk, der kein Mensch ist, will uns tot sehen. Sie glauben, wir hätten die Seuche verursacht. Menschen werden nicht krank und das reicht ihnen als Beweis. Niemand weiß, wie viele von uns sie schon erwischt haben. Sie sollten lieber die Watcher unter die Lupe nehmen, nicht uns. Denn seit dem Ausbruch der Seuche übernehmen die Stück für Stück das Revier der Blue Suns.
Sie sagten, die Watcher wären direkt nach Ausbruch der Seuche gekommen? Direkt nachdem der Bezirk unter Quarantäne gestellt wurde. Watcher sind immun gegen Krankheiten, also konnte ihnen nichts geschehen. Keine Ahnung, wo sie herkamen. Bis dahin gab es hier nur wenige Watcher. Es sah so aus, als wären sie auf diese Situation gut vorbereitet gewesen. Aber keiner glaubt, dass die Watcher schlau genug wären, um so ein Virus zu entwickeln. Die Blue Suns brauchen einen Sündenbock. Und da kommen wir gerade recht. Ja, die haben auch nicht sehr intelligent gewirkt, als wir sie zum ersten Mal getroffen haben. Aber ja, mal gucken. Sie sagten, die Watcher hätten das Revier der Blue Suns übernommen? Sie haben es versucht. Aber so leicht geben die Blue Suns nicht auf. Die Seuche hat sie geschwächt. Aber sie haben immer noch genug Feuerkraft, um einen Teil ihres Reviers zu verteidigen. Die Turianer werden zurückgedrängt. Je tiefer sie in den Bezirk kommen, desto mehr Watcher werden sie sehen. Natürlich nur, wenn die sie nicht zuerst entdecken. Was können Sie mir sonst noch über die Seuche erzählen? Wann hat das alles angefangen? Die ersten Fälle gab es vor ungefähr 2 Wochen. Niemand hat groß darauf geachtet, bis die Epidemie losbrach. Es dauert etwa 1 Woche bis zum Tod. Aber die Seuche verbreitet sich sehr schnell. 3 Tage nach dem ersten Opfer gab es schon über 50 Fälle. Plötzlich fiel allen auf, dass Menschen nicht krank wurden. Als nächstes kam die Quarantäne und dann brach die Hölle los. Erzählen Sie mir mehr über die Blue Suns. Sie sind eine Söldnertruppe, hauptsächlich Turianer. Sie haben früher diesen Bezirk beherrscht und hielten alles ordentlich und stabil. Jedenfalls zum größten Teil. Wer seine monatlichen Schutzgelder bezahlte, hatte auch wirklich seine Ruhe. Sie haben auch gar nicht so viel verlangt. Zumindest nicht für die Verhältnisse auf Omega. Und dann brach diese verdammte Seuche aus. Überall Tote. Als nächstes kam die Watcher. Die Blue Suns verloren die Kontrolle und der gesamte Bezirk wurde zum Kriegsgebiet. Ich muss Morden Solus finden. Ach ja, der hat eine Klinik auf der anderen Seite des Bezirks. Er soll jetzt Flüchtlinge aufnehmen. Er versucht den Seuchenopfern zu helfen und bietet Schutz vor den Suns und den Watcher. Na klar. Ein Arzt mit Militärmax, der den Leuten umsonst hilft. Auf Omega. Wir sind doch nicht bescheuert. Sie können nicht in diesem Apartment bleiben. Das ist eine Todesfalle. Bei Morden haben Sie wenigstens eine Chance, das Ende der Quarantäne zu erleben. Sind Sie wahnsinnig? Das würden wir niemals schaffen. Auf den Straßen wimmelt es von Blue Suns und Watcher. Und wir haben nicht mal Pistolen. Außerdem setze ich mein Leben nicht für das Gerücht aufs Spiel, dass ein Salarianer mir Zuflucht gewährt. Verstecken rettet sie nicht, ja. Ist tatsächlich wahr. Ja, wir helfen ihm mal. Ich weiß, dass sie Angst haben, aber ihre einzige Hoffnung besteht darin, es bis zu Mordens Klinik zu schaffen. Mich werden die Blue Suns und die Watcher beschießen, deshalb kann ich sie nicht mitnehmen. Eines verspreche ich ihnen. Ich tue mein Möglichstes, um ihnen einen Weg freizuräumen, damit sie mir folgen können. Es ist riskant, aber ich sehe für sie keine andere Chance. Okay. Sie haben recht. Wir schaffen es auf keinen Fall, wenn wir hier bleiben. Wir müssen es versuchen. Wir warten hier eine Weile und geben ihnen Zeit, um den Weg freizuräumen. Dann brechen wir auf zu Mordens Klinik. Wenn wir Glück haben, treffen wir uns ja vielleicht dort. Okay. Ja, dann gehen wir Richtung Klinik. War vorbildlich. Ich bin einfach zu gut. Okay, also... hier lang. Was das wohl ist. Tolles Sturmgewehr. Da freue ich mich. Hier lang, ne? Ja. Hier lang? Ne, eigentlich geradeaus. Mal gucken. Nächste.
Was mir gerade einfällt, was echt fies wäre, ist, dass wenn die Watcher diesen Virus erschaffen haben, den sie hier ausgelöst haben, nur um hier die Sachen zu plündern. Ich glaube, das wäre ziemlich dreist, aber eine Option. Okay, ist das jetzt endgültig gewesen? Nee. Okay. Die Blue Suns haben einen Großteil ihres Reviers aufgegeben. Das sieht man gern. Findest du? Das ist so Pest mit Cholera tauschen. Ich schaue erstmal nach da oben. Weil eventuell gibt es hier Credits oder was zum Looten. Beides gut. Ah, da hat's nur Munition. Sonst nix, das wäre aber eine bessere Position gewesen hier oben. Haben wir hier. Schauen wir mal. Das kommt mir vom Aufbau sehr bekannt vor. Hey, 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 zurück! Wir waren zuerst da! Alter, ihr plündert euch gegenseitig? Na gut, auf dem Ding ja nicht verwunderlich. Hey, was habe ich gesagt? Wir haben die Sachen gefunden, sie gehören uns! Ah, vergessen Sie es, hier liegt nur Müll rum, ist ja schlimmer als das letzte. Was machen Sie in diesem Apartment? Haben Sie diesen Turianer getötet? Was? Der Typ, der auf dem Boden? Nein, um den hat die Seuche sich gekümmert. Wir machen nur eine vollständige Bestandsaufnahme seiner weltlichen Güter. Die Toten bestehlen. Das ist ziemlich niederträchtig. Wozu die Aufregung? Die werden nichts davon vermissen. Wir beweisen hier lediglich ein wenig Unternehmergeist. Die Seuche betrifft Menschen nicht, also können wir doch einen Vorteil für uns rausschlagen. Außerdem, wenn wir es nicht nehmen, holen sich's die Watcher oder die Blue Suns. Besser wir als die, oder nicht? Ich glaube, auf dem Ding hier ist es tatsächlich normal. Da kann ich nicht der Moralapostel sein. Aber ich kann trotzdem sagen, sie sollen es lassen. Schluss mit der Plünderei. Sonst? Wollen sie uns erschießen? Ja, eigentlich nicht. Wie gesagt, auf der Station sind alle kriminell und das ist, glaube ich, irgendwo normal. Ich werde sie nicht umbringen. Es ist mir zwar nicht egal, aber wenn ich jetzt hier ja sage, passiert dann trotzdem was Schlimmes? Es ist nicht rot. Nee, lassen wir's mal. Wie auch immer, ich muss mich um wichtigere Probleme kümmern. Wir suchen einen Salarianer namens Morden Solus. Ja, den kenne ich. Hat eine Klinik gleich hier um die Ecke. Wenn Sie dahin wollen, brauchen Sie jede Menge Munition. Dort wimmelt's nur so von Blue Suns und Watcher. Wir müssen gehen. Wir bleiben eine Weile hier und ruhen uns ein bisschen aus. Morgen ist ein großer Tag für uns. Jede Menge Apartments warten auf unsere ganz besonderen Reinigungsdienste. Ja, nee, halte ich nicht für gut. Aber würde ich hier wohnen, in so einer Umgebung, wird vermutlich Ähnliches machen. Auch wenn es verwerflich ist. Gut, da kommen wir nicht rein. Und so geht es in die Richtung weiter. Das ist ja die Klinik. Kann nicht immer so weit sein. Winston? Keine Dummheiten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit den Max anlegen. Nö, habe ich nicht vor. Ich würde eigentlich nur mit eurem Chef quatschen. Gute Idee.
Morden muss hier irgendwo sein. Reden Sie mit ihm. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Oh, da. Das finde ich jetzt gar nicht mehr so schlecht. Ja, schauen wir mal wegen der Ausrüstung. Da haben wir schon das Beste. Ja. Okay, Miranda said. Ja, lassen wir das. Gut. Hätten wir mal das. Bist du der Doktor? Nee. Ah, mit dir kann ich auch quatschen. Tut mir leid, für Plaudereien habe ich keine Zeit. Sie sollten lieber Morden finden. Ja, das will ich ja auch. Morden hat mir das Leben gerettet. Ich schulde ihm alles. Professor, uns geht das Cefoxidin aus. Nehmen Sie Malanarin. Davon ist genug da, das ist fast genauso gut. Kann bei Batarianer zu Kämpfen führen. Daher zusammen mit Butamerol verabreichen. Malanarin und Butamerol, verstanden? Professor Morden Solus? Kein Einheimischer, zu gut bewaffnet für Flüchtlinge, keine Söldneruniform. Quarantäne besteht immer noch. Aus anderem Grund hier. Vorger? Beseitigung? Unwahrscheinlich. Vorger nur Symptom, nicht Ursache. Die Seuche? Untersuchung möglicher Biowaffe? Nein, zu viele Waffen. Um Himmels Willen, holen Sie doch mal Luft. Ich war auf der Suche nach Ihnen, okay? Ich bin Commander Shepard. Ich habe eine wichtige Mission zu erfüllen und brauche dazu Ihre Hilfe. Mission? Was für eine Mission? Nein, zu beschäftigt. Klinik unterbesetzt. Seuche breitet sich zu schnell aus. Wer schickt sie? Haben Sie je von einer Organisation namens Cerberus gehört? Wege haben sie schon gekreuzt. Dachte, sie arbeiten nur mit Menschen zusammen. Wozu Anforderungen von Hilfe durch Salarianer? Das wird uns vermutlich nicht glauben. Erstmal das. Die Kollektoren entführen ganze Menschenpopulationen. Wir werden den Grund dafür herausfinden und sie aufhalten. Kollektoren? Interessant. Seuche in den Slums wurde künstlich hergestellt. Kollektoren, eine der wenigen Gruppen mit dazu nötiger Technologie, haben vielleicht ähnliche Ziele. Aber muss erst Seuche aufhalten. Habe bereits Heilmittel. Muss es verteilen über Umweltkontrollzentrum. Wird von Vorger bewacht. Müssen ausgeschaltet werden. Ich möchte nur einmal jemanden um Hilfe bitten, der dann sagt, sicher, gehen wir, jetzt sofort und ohne Bedingungen. Das Leben ist ständiges Verhandeln. Wir wollen etwas und geben etwas anderes, um zu kriegen, was wir wollen. Das klang beunruhigend. Die Vorger haben die Umweltsysteme abgeschaltet. Sie wollen alle töten. Wieder einschalten, unbedingt notwendig. Sonst erstickt der ganze Bezirk. Hier, nehmen Sie Heilmittel für Seuche. Dazu als Vertrauensbonus Waffe von toten Söldnern der Blue Suns. Könnte sich gegen Vorger als praktisch erweisen. Eines noch, Daniel, einer meiner Assistenten. Er ging ins Revier der Vorger, um nach Opfern zu suchen. Ist nicht zurückgekommen. Wenn ich ihn sehe, tue ich mein Möglichstes, um ihm zu helfen. Danke. Sagte ihm, er soll nicht gehen. Aber er ist klug. Hat eine große Zukunft. Ja. Ich habe in der Nähe des Eingangs zu diesem Bezirk ein batarianisches Seuchenopfer gefunden. Können Sie ihm Hilfe schicken? Riskant. Blue Suns und Vorger kämpfen noch. Bezirk nicht sicher. Mal sehen, was ich tun kann. Was können Sie mir über die Seuche sagen? Fortschrittliche Entwicklung. Hatte Kollektoren schon vorher im Verdacht. Zweck vermutlich experimentell. Zerstört Atmungsorgane und führt zu schädlichen genetischen Mutationen. Es ergibt Sinn, die Menschen auszuklammern. Unnötig menschlichen Genen Mutationen aufzuzwingen, nur um Varianzen zu überprüfen. Unnötige Mutation? Wovon reden Sie da? Mögliches Ziel des Virus. Teste machbare Mutationen bei verschiedenen Spezies. Schrecklich, aber plausibel für die Kollektoren. Menschen haben genetische Vielfalt, größer als bei anderen intelligenten Spezies. Sinnvoll, sie als Kontrollgruppe einzusetzen. Was wissen Sie über die Vorger? Feige, opportunistische Raubtiere. Ohne taktisches Denken. Eigentlich nicht aggressiv. Ausmaß des Angriffs ungewöhnlich für sie. Vermute, dass Vorger für Kollektoren arbeiten. Ausbreitung der Seuche, Sammeln von Daten. Bisher kein Beweis, aber Theorie passt zu Indizien. Hatten Sie Ärger in der Klinik? Nichts Schlimmes. Blue Suns wollten Menschen holen, haben gedroht. Habe sie beseitigt, bevor die Lage eskalierte. Für einen Arzt bleiben Sie erstaunlich ruhig, wenn Sie erzählen, dass Sie eine Gruppe Söldner ausgeschaltet haben. War nicht immer Arzt. Habe bei Special Task Group der Salarianer gearbeitet. Kann auf mich selbst aufpassen. Das ist der Vorteil, wenn man Salarianer ist.
Turiana, Krogana, Vorcha sind alle offensichtliche Bedrohungen. Mich sieht niemand kommen. Alles klar, aber dass jetzt da die Kollektoren mitspielen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. Dann auf zur Umweltanlage. Handkanone M6. Okay, wenn wir gleich mal schauen. Gut. Energieversorgung wiederherstellen, Heilmittel freisetzen. Werde bei ihrer Rückkehr hier sein. Gut, erstmal schauen wir mal, ob wir hier irgendwie was mitnehmen können. Wie das zum Beispiel. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Dann werden wir auch noch ins andere Zimmer gucken. Da kann man nicht rein. Gut. Dann schauen wir mal wegen der Waffen. Shepard. Das war hier, ne? Handkanone, Schwerde. Was ist denn jetzt besser? Auch mal das hier. Mal kurz hier nochmal gucken. Gut, Miranda, kannst du das auch mal wechseln? Schwere Pistole. Drei Optionen. Nein, schweres Gewehr bei dir. So. Ja, Statistiken wären wir aber eigentlich lieber. Wo müssen wir hin? Nach da vorne. Alles klar. Menschen gesehen, die Apartments der Toten geplündert haben. Mir ist richtig schlecht geworden. Ja, das ist in der Tat verwerflich. Aber okay. Gut, bevor wir da reingehen, machen wir eine ganz kurze Aufnahmepause. Für euch ist es nur ein Schnitt. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mich gestärkt und dann schauen wir mal, dass wir hier das solche beenden können. Oh. Sieht noch Stress aus. Ich werde mal ganz kurz. Ah, warte mal, das ist ja. Ah, na, ist schon unterschiedlich. Das hier mal so machen. Vorsicht! Wir wurden entdeckt! Ah, da sind noch ein paar. Au, oh, ich habe kein Schild mehr. Und ich wechsle mal auf dich. Das wird sie umwerfen. Halt mich aus! Nice. Eure Schlagschuss ab. Wahnsinnsschuss. Gut, waren das jetzt alle? Weil dann kann ich mich hier erstmal hier umsehen. Überall brennt die Leichen. Feind im Ansturm! Wo? Oh, ah, da. Dann macht sie fertig. Das war cool. Okay, aber das waren
Was ist das hier überhaupt? Hier kann ich auch nirgendwo hin. Aber hier gibt's Goodies. Okay, also da rauf. Schauen wir nochmal, ob sie was hat. Spielterminal. Ja, natürlich werden wir das hacken. Sehr gut. 3000 Credits. Da sag ich nicht nein. Na, dann gehen wir mal da mal nach oben. Ich hoffe, dass die Anlage, die wir suchen, ist nicht zu weit weg. Und noch ein Bankterminal. So. Ist nichts von dem da. Boah. Glück gehabt. Viel Zeit wäre nicht mehr gewesen. Und wieder 5000 Credits. Gerade zwei Türen. Wir müssen nach rechts. Also gehen wir nach links. Bitte, ich sage die Wahrheit. Ich arbeite in der Klinik für Morden. Ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen. Wir wissen, dass Sie das Seuchenvirus verbreiten. Wir haben die Ampullen in Ihrer Tasche gesehen. Nein, die Ampullen enthalten das Heilmittel. Bitte, Sie müssen mir glauben. Vielleicht sollten wir Ihnen die Finger abschneiden. Das löst normalerweise die... Achtung! Keine Bewegung! Noch einen Schritt und wir legen Ihren Freund um. Gruppe rufen? Niemand muss sich, wenn er stirbt, sind Sie dran. Wenn Sie abdrücken, verschaffe ich Ihnen zum Atmen ein neues Loch im Kopf. Lassen Sie ihn gehen, dann können Sie abziehen. Oh Gott. Sie halten Batterianer wohl für beschränkt. Was sollte Sie davon abhalten, uns umzulegen, wenn wir ihn gehen lassen? Lassen Sie ihn leben, dürfen Sie abziehen. Erledigen Sie ihn, mache ich mit Ihnen das Gleiche. Lasst ihn gehen. Sie haben bekommen, was Sie wollten, Mensch. Können wir jetzt gehen? Ausnahmsweise. Wir hatten einen Deal. Rechtschaffen hat bei Menschen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Danke. Ich dachte wirklich, es wäre um mich geschehen. Hat Morden Sie auf die Suche nach mir geschickt? Jo. Der Professor könnte Ihre Hilfe gerade jetzt gut brauchen. Er hat zu viele Patienten und nicht genug Freiwillige. Ja, in Ordnung. Ich mache mich sofort auf den Weg. Vielen Dank nochmal. Ich schulde Ihnen, naja, alles. Mhm. Gut, dass wir da reingeschaut haben. Ja, dann gehen wir erstmal wieder. Und ich hoffe, die machen keinen Stress. Ansonsten mache ich Stress. Okay, ich glaube, das ist ein Bug. Der ist ja nicht mehr wirklich. Weit. Oh. Das ist eine Aktion für Sniper. Sehr gut. Oh shit, da geht's auch nach unten. Ich gehe erstmal nach oben. Gut. Und der nächste. Okay. Okay, das... Was? Wo? Von wo? Von wo?
Naja, Hauptsache, sie können Englisch. Und keine Mission mehr. Oh, das ist ja nervig. Also, hier geht's nach unten. Also, gehen wir mal hier lang. Ah, das war aber ein ganz großer Loop hier. Wir müssen da vorne rein. Gut, das Tor, ne? Ja. Nee, das tut sich wieder regenerieren. Das war cool. Puh. Dann schauen wir noch gerade mal rein, was es hier hat. Aktiv gar nichts, dann gehen wir noch so. Die Steuerung müsste ganz in der Nähe sein. Wir müssen das Heilmittel einfüllen und dann die Ventilatoren reaktivieren. Das klingt einfacher gesagt als getan. Damit hätte das jetzt bewiesen. Was wollen die Kollektoren? Kollektoren wollen Seuche. Sie arbeiten für Doktor. Maschinen anschalten. Heilmittel in Luft bringen. Wir sie vorher töten. Ja. Feinde vor uns. Das und das bitte. In der Nische. Okay. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir hier noch mehr Stress kriegen. Das war garantiert nicht alles. Ausgezeichnet. Das Heilmittel ist platziert. Jetzt müssen wir nur noch die Ventilatoren wieder aktivieren. Ah, das wird die Challenge. Alles klar. Schön. Das sind die Sachen da unten. Wow. Also links und rechts runter. Naja. Links, rechts. Ich würde mal sagen, hier lang. Ah, da hat man schon mal Nummer 1. Der Ventilator läuft langsam an. Wir müssen noch den anderen aktivieren. Was heißt, es gibt wieder mehr Gegner? Dann macht sie fertig! Shit, ich hab Stress. Geh weg hinter Deckung. Oh, danke. Ja, schieß mal.
Kann ich da unten einfach durchgehen oder muss ich oben drüber? Nein, gut, ich kann hier lang gehen. Immerhin. Ah, und die nächsten. Einmal so und einmal so. Okay, da brauche ich Scharfschützenmunition. Wo bist du? Da. Okay. Dich. Andererseits. Einmal so, einmal so. Als Einzelne sind sie ja nicht gefährlich, aber in der Masse. Aber so wie sie halt drauf sind, macht es Sinn, dass die Kollektoren sie beeinflusst haben. Es dürfte auch nicht allzu schwer gewesen sein, da sie zu überreden, dass sie da helfen. Beide Ventilatoren sind online. Morden wird sich freuen. Keine Feinde mehr! Umweltsysteme aktiviert, Virusdichte in der Luft sinkt, Patienten erholen sich, die Vulture ziehen sich zurück. Gut gemacht, Shepard. Danke. Auch ich möchte Ihnen danken. Diese Batarianer hätten kurzen Prozess mit mir gemacht. Für einen Moment dachte ich, sie würden sie erschießen, obwohl sie mich bereits freigelassen hatten. Ja. Ich habe versprochen, sie zu verschonen, wenn sie sie gehen lassen. Und ich halte meine Versprechen. Sie haben Gnade gezeigt. Riskant. Ich hätte sie erledigt. Glaube ich. Professor, wie können Sie so etwas sagen? Sie sind Arzt. Ihr ganzes Streben besteht darin, Leuten zu helfen. Es gibt viele Arten, Leuten zu helfen. Manchmal heilt man Patienten, manchmal tötet man gefährliche Individuen. Beides hilft. Sehen Sie nach den Patienten. Es gibt viel Arbeit. Und denken Sie über meine Worte nach. Guter Junge. Etwas naiv. Er wird es lernen. Ich übergebe ihm die Klinik. Er müsste das schaffen. Jetzt, wo die Vulture weg sind. Wir haben die Seuche besiegt. Werden Sie uns nun dabei helfen, die Kollektoren aufzuhalten? Ja, es ist unerwartet, mit Cerberus zusammenzuarbeiten. Viele Überraschungen. Muss nur noch die Arbeit in Klinik abschließen. Wird nicht lange dauern. Treffen uns bei Ihrem Schiff. Freue mich darauf. Wir brechen auf. Wir sehen uns auf der Normandy. Gut, dann hätten wir das jetzt auch endlich erledigt und dann können wir endlich von dieser blöden Station weg. Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal hin. Und das war's dann auch mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mal schauen, was das nächste Abenteuer sein wird. Also, bis bald hier auf dem Kanal.